Es kann sein, er war, glaube ich, echt unterm Bett. Komm schon, reiß dich zusammen, Arschloch. Komm schon, komm schon. Ja, er ist der Einzige, der noch nicht wahnsinnig ist. Oh, er nennt sich selber B-Boy. Mach das nicht. Das klingt furchtbar. Reiß dich zusammen, B-Boy. Der Brady Boy. Binde die anderen. Und wir sind unten bei Flösses. Ach du Scheiße. Das heißt, wir kriegen gleich die volle Dosis an Gift ab. Hundertprozentig. Können wir da rüberspringen? Nein, können wir nicht. Schade. Ist das überhaupt, wo Fliss ist? Ja, unter uns ist das, wo Fliss ist, ne? Aber wir sind wieder am Anfang. Deswegen hatten die auch gesagt, es ist ein Friedhof hier. Die haben die ganzen Leichen von unten gesehen, das hatten wir ja nicht. So, Wachposten. Reed, Mellers, Davis, Paris, Griffin, Patterson, durchgestrichen und Neil. Kein unbefugter Zutritt zu bewachten Bereichen. Posten niemals vor Ablösung durch nächste Wache verlassen. Kein Geheimnis. Okay. Ja, ich glaube, der Posten, der wurde allgemein nicht mehr verlassen. Was war das? Das klang wie Julias Schrei, als sie sich eben so erschrocken hatte. Hallo? Wer ist da? Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Das Gute ist, dass du da bist, Brad. Geht's da hinten überhaupt lang? Ich weiß, wir mussten nach rechts eigentlich, aber... Hier ist auch eine Tür. Und sie geht auf. Da ist der Nebel. Das ist hundertprozentig Gift hier. Kann mir niemand erzählen, dass das was anderes ist. Könnten wir theoretisch lang? Oh, ich gehe lieber hier lang, glaube ich. Oh, da ist noch eine Tür. Einmal rein da. Da lag irgendwas in der Ecke, oder? Er hat einen Raum voll Leichen gefunden. Und Blut auf dem Boden. Was ist denn hier passiert? Die sehen alle aus, als ob sie vor Schreck gestorben sind. Ja, wie sie da sitzen und sich halten. Die sind alle vor Angst gestorben. Da gibt es ja doch Geister und das ist keine Wahnvorstellung, aber ich glaube eigentlich schon, dass das das Gift ist. Hallo? Verflucht! Na toll. Toll. Perfekt. Wunderbar. Immerhin haben wir eine Taschenlampe. Es ist besser als gar nicht. Oh mein Gott. Ja. Er ist gerade aufs Schiff gekommen und ist jetzt schon wahnsinniger als alle anderen. Boah, ich würde ja jeden einzelnen Schrank aufziehen, ne? Das würde ich mir gar nicht gefallen lassen von Geistern hier. Das sehe ich gar nicht ein. Geht's auf irgendwie? Hallo, Maus? Was ist das? Okay, das hat mich erschrocken. Reicht's mir. Ja, so geht's mir auch. Es reicht mit den Jumpscares. Jede 5 Sekunden passiert hier irgendwas. Jetzt reicht mir das. Ich gehe zurück. Willst du Stress mit mir anfangen? Ich mach das nochmal auf. Was willst du? Gasmaske. Ja, setz sie auf. Setz sie auf. Dann geht's dir gut. Kann ich sie aufsetzen, bitte? Darf ich sie aufsetzen? Nein, nimm sie nicht einfach nur mit. Setz sie auf. Er setzt sie nicht auf. Ich bin nicht bevor, dass er sie mitnimmt, aber hundertprozentig sind das hier irgendwelche Gifte. Irgendwas ist hier los. Was war das da eben? Das ist der Wahnsinn, Brad. Der Wahnsinn war das. Es ist halt auch echt nicht mehr erschreckend. So selten ist das noch erschreckend. Muss denn da wirklich jede Ecke irgendwas sein? Wow, eine ekelhafte Toilette. Kommt da gleich eine Ratte wieder raus oder so? Da kommt Blut raus. Okay, wir sind bei S gelandet. Das Blut aus der Badewanne und so.
Ja, da ist nichts. Siehst du, alles ist okay, Brad. Kopf hoch, B-Boy. Komm schon. Bitte hör auf, dich B-Boy zu nennen. Das klingt fürchterlich. Man nennt sich doch nicht Brad-Boy. Wieso? Ich wäre ihm dankbar, wenn er endlich die Maske aufsetzen würde. Ob das Fliss ist? Oder... Es ist bestimmt Fliss, oder? Vielleicht sollten wir failen, damit wir sie finden und mit ihr sprechen. Das ist doch nicht Fliss. Ah, oh, ich hab mich fast reingelegt. Das war der Typ stattdessen. Oh mein Gott, selbst das legt uns rein. Deswegen war in der Vorahnung, dass wir Brad erstochen haben. Hundertprozentig sieht Alex irgendwann einen von den anderen, von unseren Kidnappern, will auf den einstechen als Verteidigung, aber stattdessen war es eigentlich Brad. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Oh, wir hätten ihm das Messer nicht geben sollen. Verdammt. Bestimmt spielen wir Brad in der Verteidigung und dann können wir uns nur wehren. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann verlieren wir und werden abgestochen. Aber hier ist doch niemand, ne? Das war eigentlich... War das allgemein nur Einbildung? Ganz nah. Ganz nah, woran? Du weißt doch gar nicht, wo du hin willst. Depend on Future. Join now. Ja, lieber nicht. Ein Zettel. Na komm, gib uns ein paar Geheimnisse, die uns vielleicht weiterhelfen. Materialanforderungsformular. Menge Beschreibung. Ein Atemgerät, ein Filter. Vorgesehene Ausgabe, ja, Eingabe von Private Gordon Young, abgelehnt. Falls abgelehnt, Grund der Ablehnung, Private Young wurde schon eine Gasmaske zugeteilt. Ich würde gerne unsere Gasmaske endlich aufsetzen. Es ist mir ungeheuer, hier ohne die rumzulaufen. Smells like garlic, mustard, horseradish. Radish. Mustard gas. Postgene smells like musty hay. Bluish smells like geraniums. Vielleicht sind sie hier durch. Da ist bestimmt niemand durchgekrabbelt. Ich brauche was, um da hochzukommen. Wieso sollte denn... Hier gab es so viele Türen, nicht Touren. Hätte man überall reingehen können. Und du glaubst, die krabbeln durch so einen komischen Spalt. Wie soll ich das denn schieben? Okay, so schiebe ich das. Alles klar, okay. So schwer sah die Kiste gar nicht aus. So, und hopp, einmal durch da. Bitte lass nichts fallen. Lass nicht die Maske fallen. Okay, die hat gegen die Wand gedrückt. Ich war mir unsicher. Alles okay hier? Alex? Julia? Hallo? Hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Gibt's hier irgendwo Briefe? Ah! Vorhersehung! Na komm, was zeigst du uns? Ein Helikopter! Gibt's irgendwo einen Funkraum, der noch funktioniert? Warum steht da todsicher bei C? Was soll das denn heißen? Sind wir tot? Sicher tot? Ich hoffe nicht. Es wäre schön, wenn wir wenigstens am Ende noch eine Person haben, die überlebt. Geht's auf? Ja, sehr gut. Okay, sehr laut vor allem. Und jetzt spielen wir jemand anders. Ja, nee. Doch Brad. Ich würde so gerne die Gasmaske aufsetzen. Skelette. Skelette. Skelette? Ey, du hast eben schon Haufen mit Leichen gesehen. Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Naja, wenn die da schon eine Weile lang hängen. Ist das nicht das, was Fliss aufheben wollte? Ja, oder nicht? Dann waren wir hier mit...
Aber hier waren wir nicht mit Fliss. Das war nicht die Ecke, wo sie das aufheben wollte. Das war nicht dieselbe Ecke. Irgendeine Meinungsverschiedenheit. Das ist doch keine Meinungsverschiedenheit. Der sieht aus, als ob er verprügelt wurde. Der andere hat sich erhängt. Das wäre eine ganz schön krasse Meinungsverschiedenheit. Internes Memo an ersten Offizier Fischer. Sir, Sie wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen, ohne Erfolg. 1.10 Uhr, 1.20 Uhr, 1.30 Uhr, 1.40 Uhr, 1.50 Uhr. Also gibt es keinen Empfang? Wir können also keine Hilfe rufen? Bis um 01.40, also 1.40 Uhr, konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 0300 wieder melden. Private Cooper. Naja, er kam nie dazu, sich zu melden. Ich glaube nicht, dass das Funkgerät defekt ist. Wir finden bestimmt eins, was funktioniert. Oder wir können irgendwie... Ich meine, unsere Antenne ist ja kaputt gegangen, glaube ich. Also können wir vielleicht... die irgendwie reparieren mit Teilen von dem Schiff? Ich sollte das nicht sehen. Ah, habt ihr den Schatten gesehen? Der Schatten war nicht von einer hängenden Person, der stand. Bitte setz die Gasmaske auf, Mann. Kann ich da nicht durchgehen? Nein, kann ich anscheinend nicht. Dann müssen wir nochmal zurückgehen auf die andere Seite. Gott, wir schlendern ganz schön. Wenn ich nicht Shift drücke, ist der echt langsam. Besser. Besser. Verschwinde. Das klang wieder wie Julia. Das klang wie der wiederholte Schrei von Julia, den wir in der Küche hatten. Oder eher in dem Cafeteria-Raum oder wo das war. Das war ja nicht mehr direkt die Küche. Oh, da gibt's was zu gucken. Was nicht aufgeht. Also doch nichts zu gucken. Ah, nein, nein, ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Alles gut, Brad. Einfach kühlen Kopf bewahren. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, aber wieso konnte ich eben nicht hier lang gehen? Ich habe doch versucht, da hinzulaufen. Das habt ihr doch gesehen. Ich konnte da nicht hingehen. Alex? Julia? Scheiße! Hä, da stand unser Therapeut, oder? Das sah aus wie er. Warum war seine erste Reaktion, auf das Ding zu springen und nicht wegzulaufen? Was war denn sein Problem? Die machen alle so seltsame Dinge. Anstatt zur Tür zu laufen, wo er herkam, springt er auf dieses Beutelteil, was da hing. Und unser Therapeut stand da gerade. Das war nicht gut. Oder vielleicht war es gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beobachtet er uns. Vielleicht hilft er uns dann weiter und sagt, haha, du bist darauf gesprungen, bist du ein Trottel. Da war ein Geist. Alles klar. Alles gut, Fliss. Ignoriere es einfach. Alles gut. Das ist nur Einbildung. Sieht aus wie Alex. Was geht hier vor sich? Und Brad hat Fliss gerufen? Nein. Der hat sie gar nicht gesehen bisher. Das. Was ist das? Eine Kugel? So, wir könnten dem Geist hinterhergehen oder hier. Nein, wir können nur dem Geist hinterhergehen. Da in die Ecke können wir nicht rein. Schade, ich würde gerne nicht dem Geist hinterhergehen. Oh mein Gott. Aber jetzt gibt es hier auch noch Zombies oder was? Nein, das sind nur Einbildungen. Vielleicht sind das unsere Freunde oder das sind die Bösen. Eins von beiden ist das. Ich weiß es nicht. Es kann sein. Ich weiß es nicht. Was sind denn das für Einbildungen?
Wir brauchen auch eine Gasmaske für sie. Ganz dringend. Oh, endlich mal ein freundlich aussehender Raum. Vielleicht kriegen wir davon einen freieren Kopf. Da hinten steht jemand in der Ecke. Da stand jemand in der Ecke. Oh mein Gott. Okay, es ist nicht Alex. Es ist die ganze Zeit Brad. Ich meine, es ist ein schöner Raum. Ich würde gerne einfach mich hier hinsetzen. In Frieden eine Show gucken. Das Essen genießen. Oh, Klavier spielen. Guck mal. Kommt jetzt auch eine Ratte raus oder so? Nein. Kann ich nochmal? Okay. Dann nicht. Leider können wir nicht mehr spielen, außer einmal zu drücken. Ich denke, der Geist hat sich eingeladen gefühlt, mit uns zu spielen. Okay, dann gehen wir mal lieber. Alles gut, Geist. Ich überlasse es dir. Du kannst gerne spielen und uns deine Künste... Ist gerade das Klavier weggeploppt? Ja, das tatsächlich, das ploppt weg. Das ploppt einfach. Wie fies. Texturfehler? Passiert mal. Nur fies für den Geist, der daran spielen wollte. Das ist voll mit Blut. Ich komme da nicht... Wieso komme ich da nicht hin? Hä? Wieso kann ich da nicht weitergehen? Ich komme nicht geradeaus. Ab und zu verstehe ich das nicht. Ich glaube, ich darf nur bestimmte Wege gehen. Ja, hier geht das. Ich darf nur bestimmte Wege gehen. Komm, Fliss. Willst du auch mal deine Hände waschen oder Haare waschen? Blut soll gut für die Haut sein? Was ist das denn? Eine Opferung? Und Fliss hat nichts dazu zu sagen? Findest du das nicht komisch oder so? Willst du nicht was sagen? Und wir sind voll im Blut reingepaut. Da sind Fußabdrücke, die nach oben führen. Blutige Fußabdrücke, die nach oben führen. Das ist auch alles rot, ne? Ich weiß aber nicht, ob das der Boden ist. Oh, hier ist alles voller Blut. Die ganze Bühne ist voller Blut. Komm, wir gehen lieber. Was ist denn das? Eine Show? Können wir die Bühne anmachen? Ich glaube ja, wir können uns die Show angucken. Das ist ein Sarg. Eigentlich wollte ich jetzt keinen Sarg als Show. Warte mal, bevor ich da reingehe, wir haben uns nicht fertig umgeguckt in dem Raum. Ich habe direkt den Hebel betätigt. Aber nichts anderes getan. Da, aha, da ist noch was zum Gucken. Darf ich da bitte hin? Also das Hingehen irgendwo ist wirklich ätzend. Ich darf immer nur bestimmte Bereiche belaufen. Ansonsten komme ich nicht näher ran. Okay, irgendwer könnte ertrinken. Ich habe es nur Julia erkannt. Ich weiß nicht, ob der andere Alex war. Kann sein, dass es Alex war. Oder Conrad. Ich frage mich auch, wo Conrad hin ist. Oh Mann. Ich hoffe, das ist nur ein Zaubertrick mit dem Durchsägen der Frau, die im Endeffekt nicht wirklich durchgesägt wird. Zugegeben, ich gucke die ganze Zeit nach hinten, ob hinten vielleicht irgendwo jemand rumsteht von den Geistern. Ich traue der Sache nicht. Nur voller Blut, mein Gott, wieso? Ich will da nochmal hingucken. Sieht das jetzt normal aus? Es ist wirklich voller Blut. Normalerweise geht das weg, wenn wir nochmal reingucken. Ist da wirklich ein Haufen Blut drin einfach nur? Wer dachte sich, ein Sarg ist ein guter Lagerort für Blut? Was ist das da? Da kommt Blut aus der Wand. Was ist denn hier los? Oh, ich werde noch verrückt. Ich will zur Tür. Ich will zur Tür. Ich will nichts mehr mit dem Raub zu tun haben. Absolutes Nein. Ich will einfach gehen. Oh Gott, endlich frische Luft. Vielleicht hilft hier uns ein bisschen. Sie geht direkt wieder rein. Hä? Wieso gehst du direkt wieder rein?